Leider hat die Bundesregierung den Sommer nicht genutzt, um alle technischen Möglichkeiten wie Luftfilter und Schnelltests auszuschöpfen, damit wir pandemiefest in den Winter gehen. Deswegen stehen wir nun vor einem erneuten Lockdown. Dieser Lockdown ist als Wellenbrecher-Lockdown angelegt. Ich bin in großer Sorge, dass dieser Wellenbrecher-Lockdown auch eine Welle sozialer Not mit sich führen wird. Die Bundesregierung und insbesondere die SPD in der Bundesregierung steht deswegen jetzt in der Verantwortung, mit sozialen Garantien und sozialen Stützen dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht aus der Corona-Krise direkt rein in eine soziale Krise rutschen. Das heißt, wir brauchen jetzt ein höheres Kurzarbeitergeld, einen Corona-Aufschlag auf Sozialleistungen und natürlich braucht es endlich auch ein Überbrückungsgeld für die Freischaffenden, für Kunstschaffende und für die Veranstaltungsbranche. Nochmal ganz klar, die Bundesregierung steht jetzt in der Pflicht zu verhindern, dass aus einer pandemischen Notlage auch eine soziale Notlage wird. Die Anforderung an einen begrenzten Lockdown von links in zwei Worten: solidarisch und parlamentarisch. Solidarisch heißt, wir brauchen soziale Garantien, um die Folgen abzufedern. Parlamentarisch heißt, die Entscheidung muss raus aus dem Bundeskanzleramt und rein in die Parlamente. Das geht auch zeitnah. Diese Woche tagt der Bundestag. Er könnte also umgehend sich zu diesem Thema eine Meinung bilden. Insofern, ein Lockdown begrenzt ist nur vorstellbar, wenn er solidarisch und parlamentarisch funktioniert. Auch um die Akzeptanz der Einschränkung zu erhöhen, ist, glaube ich, Folgendes ganz wichtig. Die Menschen müssen erfahren, dass es nicht nur um Einschränkungen im Privatleben geht, sondern auch um Infektionsschutz am Arbeitsplatz. Das heißt, die Bundesregierung muss jetzt dafür Sorge tragen, dass der Infektionsschutz auch am Arbeitsplatz sichergestellt ist. Und dazu gehören zum Beispiel viel mehr unangekündigte Kontrollen, zum Beispiel in Frachtzentren. Also private Einschränkungen sind leider nötig, aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Es muss ganz klar sein, es geht auch um einen entsprechenden energischen Infektionsschutz in der Arbeitswelt.